Ja, für viele kommen ja jetzt immer wieder auch die Floskeln in letzter Zeit. Das wäre das leichteste Spiel. Da könnte man nur gewinnen und so weiter und so fort. Für mich ist es das absolut schwerste Spiel in der Saison. Und ja, dementsprechend wissen wir auch, was am Samstag da auf uns zukommt. Und da muss man auch nicht viele Worte verlieren. Das ist das Größte momentan, was der Fußball zu bieten hat, der FC Bayern München. Ja, von allein wird nichts laufen. Wenn jetzt weltweit jede Mannschaft versucht, Bayern irgendwo an den Rand der Niederlage zu bringen oder mal ein Pünktchen zu holen, sollte man nicht so vermessen zu sein und sagen, okay, jetzt kommen wir und wir knacken das Ganze da. Aber dass die Jungs angespannt sind, sich trotzdem freuen und vorher nicht die weiße Fahne hissen werden, das ist, denke ich, auch normal. Und das haben wir bisher auch immer gezeigt. Aber man muss auch schon ein bisschen bei der Realität bleiben. Wenn man gestern das Spiel wieder gesehen hat in Moskau unter extrem erschwerten Bedingungen und die Jungs das dort trotzdem fantastisch gemacht hat, dann weiß man, dass man, wenn wir schon oft hier der Underdog sind, dass sind wir jetzt ja, Schoßhündchen. Du musst schon versuchen, an dein Maximum zu kommen. Die Frage ist trotzdem dann, ob das reichen wird. Und ich kann von meinen Jungs nichts Übermenschliches verlangen. Ich kann verlangen von ihnen, dass sie das machen, was sie bisher, wie ich finde, trotz der Niederlage auch gegen Freiburg oder in den Spielen zuvor fantastisch machen, dass sie versuchen, ihr Leistungsoptimum abzurufen. Für uns gilt es wirklich darum, sich sportlich vernünftig so zu verkaufen, dass man sieht, okay, die Jungs haben wieder alles gegeben, haben alles rausgeholt. Und das ist das, was ich von den Jungs verlange.